Otto Ja, Lamberts. Wie Otto geht's Ihnen? Lamberts ist richtig. Wie ist der richtige Name, sag mir. Otto Lamberts. Glaube ich dir nicht. Glauben Sie mir nicht? Warum Hassan, glauben bist Sie du mir das? nicht? Hassan, bist du das? Was für Hassan, Alter? Ja, genauso, weil du redest wie ein Hassan. Darum frage ich, ob du Hassan bist. Du bist kein Otto Lamberts oder irgendwas. Natürlich bin ich der Otto Lambert. Was meinen Sie damit? Assalamu alaikum, Bruder. Komm, du bist dran. Haben wir schon mal zusammen gesprochen? Nee, haben wir nicht. Okay, aber warum sind Sie so frech am Apparat dann? Ich dachte, du bist mein Kumpel Hassan. Bist du das wirklich nicht? Ich bin nicht Ihr Kumpel Hassan. Der verarscht mich nämlich immer. Du hörst dich genauso an wie der. Nein. Nein, ich bin nicht Ihr Kumpel Hassan und ich rufe an wegen seriösen Sachen, Herr Pavati. Um was geht's denn? Es geht um die Anmeldung, die Sie gemacht haben, wegen Online-Investitionen Ach mein Gott, an der Entschuldigung. Börse. Ich dachte wirklich, das ist mein Kumpel. Entschuldigung, war nicht böse gemeint. Nein. Nein, kein Problem. Nein, nein. Aber es war Missverständnis. Ja, total, total. So, du hörst dich echt an wie der Typ. Darum frage ich so doof. Der Nein, nein, ruft mich nein. nämlich immer an und sagt, er ist von Pizzeria oder sowas. Ja, das ist lustig. Ne, Pavarti, ich rufe Sie an wegen seriösen Sachen. Also ich rufe Sie an von der Firma iTrade, ne, wegen der Anmeldung, Aha. dass Sie bei unserer Werbung gemacht haben. Ja, Ne? genau. Das Oh, wollte ich mir perfekt. Da wollte angucken. ich Sie jetzt mal. Perfekt. Dann wollte ich Ihnen das mal fragen, haben Sie irgendwelche vorherige Erfahrungen oder ist das Ihr erstes Mal, dass Sie ausprobieren möchten? Nee, mit den Finanzgeschichten, das habe ich noch nicht probiert, nein. Haben Sie noch nicht probiert? Nee, Gut. nee. Dann haben Sie einen guten Fuß in diesen Weg geführt. Erstmal die Hilfe von den anderen Angeboten kriegen, ne? Aha. Also wir bieten Ihnen an, das ist eine brokerische Firma, also wir bieten Ihnen eine Seite, wo Sie traden können mit verschiedenen Arten in der Was Börse ist zu denn traden, eine brokerische Firma? Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne Broke auf Okay. Englisch, heißt doch Pleite, oder nicht? Nee, nicht broke. Broker. Broker. Ach so. Verbrecher. Was, Broker. Verbrecher? Brokerische Firma, also wir arbeiten hier mit professionellen Brokern. Ah. Brokern sind die Personen, die schon geschult sind in diesem Fach. Also schon seit Jahren mit Online-Investitionen zu tun gehabt. Zum Und Beispiel der auch heißt bei der Brokan, Bank der gibt es Typ? auch Broker. Brokan. Ja. Okay. Und was macht der dann so? Der macht dann die Kohle oder was? Also der arbeitet mit Ihrem Account. Ne? Der macht die Positionen auf, der redet mit Ihnen, der erklärt Ihnen Finanzpläne, der erklärt Ihnen, wie das läuft. Aha. Ne? Also macht er auf, er schließt die und so weiter. Wie ein Schüler, wie ein Lehrer, wie ein Was, Lehrer und Berater, wie ein Schüler? Das habe ich jetzt Businesspartner. nicht verstanden. Wie ein Lehrer, nicht Schüler. Sie sind der Schüler, der ist der Lehrer. Ne? Ach so, der soll mir das beibringen oder was? Ja, so Verstehe, klingt das. okay, das ist gut. Okay. Es klingt so, als ob Sie mich verarschen, Herr Pavati. Sag Weiß mal, ich was war? nicht. Ich habe es nicht verstanden. Es klingt so, als ob Sie mich verarschen. Sind Sie selber so von der Natur aus oder machen Sie Spaß mit mir? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn los? Nee, alles, kein Problem, Entschuldigung. Das war ein bisschen von meiner Seite. Ja, Herr Pavati, Sorry, ich also, habe wie das echt gesagt, ich nicht komme von der. verstanden. Was war? Nein, kein Problem, lass es. Also, ich rufe von der Firma iTrade. Aha. Da können Sie An- und Auszahlungen machen, so wie ein Bankkonto, ne? Wo Sie auch Wie ein mit diesem Bankkonto. Geld investieren in der Börse rein. Aha. Ne? Also mit diesem Geld investieren in der Börse, Sie können die Einzahlungen und Auszahlungen machen per Kreditkarte oder Banküberweisung. Ne? Können Ja, Sie dann klar. selber wählen, wie es Ihnen einfacher ist. Da gibt es dann die Optionen, wo Sie wählen können. Von 250 und höher. Also 250, 500.000, 2.000, Aha. 5.000, egal. Ne? Was immer Sie möchten, um anzufangen. Wollen Sie erstmal nur ausprobieren? Wollen Sie erstmal direkt groß starten? Können Sie dann selber Ja, auswählen. ich wollte ein bisschen probieren, halt mal gucken, was man da so an Geld machen kann, ne? Ja. Was ist Wie denn wollen da Sie drin das so machen mit? prozentual, sag mal? So ungefähr. Prozentual. Also 5%, was Sie gewinnen am Tag, meinen Sie, oder? Am Tag, ich hätte jetzt eher gedacht, das geht so im Jahr, aber geht das pro Tag bei euch oder wie? Ich habe keine Ahnung. Es ist mit tägliche Tradings. Man kann Täglich. tägliche Tradings machen mit Forex. Ne, Sie arbeiten täglich. Anfang des Tages machen Sie die Position auf und Ende des Tages schließt man die Position. Oder wenn Sie, die können auch 10 Minuten dauern, die können auch 30 Minuten dauern, die können auch Aha. 2 Stunden dauern, die Position. Ne? Okay.
Wenn sie Profite gemacht haben, schließen die, wenn sie zu viel Verlust gemacht haben, schließen die auch für Sicherheit, ne? Aber ist das gefährlich, das zu machen? Es ist nicht gefährlich zu machen, nein. Gut, gut. Und was gibt so Prozent, was kann man so sagen bei einer Woche oder einem Monat? Eine Woche kann man nicht deutlich sagen, also richtig sagen, ne? Kann man nicht präzise sagen. Nur so ungefähr, dass ich weiß, was sagen wir mal, ich mache. Also unsere Kunden machen in einem Monat, sagen wir mal, bis zu 20 bis zu 40% Profite. So viel! Wow. Das ist ja nicht viel. Wie, das ist nicht viel? Wenn ich das Geld zur scheiß Bank gebe, kriege ich 1% im Jahr. Im Jahr, wohl natürlich. Ja, natürlich, weil die Bank arbeitet ja für sie selber. Die arbeitet ja nicht für sie. Ach, und ihr arbeitet, und wie verdient ihr euer Geld, wenn wir dabei schon sind? Also, der Broker kriegt 5% von ihren Gewinnen. Der was? Nochmal, wenn das sie war eine zu schnell. Wenn sie eine Auszahlung machen, wenn sie immer so eine Auszahlung machen, kriegt der Broker die 5% von den ganzen Gewinnen. So Provision. Für die Arbeit, das er geleistet. Okay. Richtig. Ja, das ist doch okay. Das ist so ein guter Deal, also, würde ich sagen. Wie mehr ihr Broker für sie macht, desto mehr kriegt ihr auch selber als so ein Gewinn-Gewinn-Situation. Ja, das hört sich gut an. Win-Win, wie du schon sagst. Geil, ja, klasse. Und da kann man einfach so mitmachen? Können Sie anfangen, wenn Sie den Account aktivisieren, wenn Sie eine Einzahlung machen. Aha. Dann werden Sie von dem Broker kontaktiert. Aha, okay. Ja. Und dann geht das los. Wie viel Zeit muss man da so haben in der Woche dafür oder am Tag? Wie viel muss man so gucken und machen? Also, kommt drauf an, arbeiten Sie? Ja, klar. Was arbeiten Sie denn? Ha? Was arbeiten Sie denn? Ich bin bei Baustelle, ich bin Polierer. Okay, schön. Also, Sie arbeiten bestimmt von morgens bis nachmittags, ne? Ja, viel zu viel, aber immerhin bezahlen die gut. Also, wenn du guckst, wie die armen Leute... Ja, natürlich, aber arbeitest du auch schwarz, so. Natürlich. Ja, ganz ehrlich, wäre ja dumm, wenn ich das nicht mache, oder? Ja, natürlich, aber ich weiß. Muss nur mit dem aber scheiß Zoll aufpassen, Alter. Die sind scharf wie die Hunde. Haben Sie recht. Acht Stunden mit Papiere und die anderen Stunden mit Schwarz. Ne? Kriegst du alles in der Tasche, ist gut. Ja, klar. Sie keine Sorgen, diese... Ja, in Ordnung. Der Chef schreibt, das bin ich bei Büro, weil wenn du bei Büro bist, kriegst du halt weniger, als wenn du bei Sonne und bei Regen auf irgendeinem Dach rumkletterst, ne? Dann machst du so ein bisschen offiziell und der Rest ist dann halt schwarz, ne? Geht gut. Richtig. Ein Friseur kann das halt auch machen, ne? Also wenn du gute Arbeit hast. Ein Friseur, ja, natürlich. Kann auch samstags und sonntags arbeiten. Ja, jeden Tag, jede Nacht, wie der lustig ist. Das ist richtig klasse. Man muss ja gucken. Also die nehmen uns hier nur die Kohle weg und dann müssen wir ja gucken, was machen wir damit. Okay. In Ordnung, Herr Pavati, ne? Wie wollen wir das jetzt machen? Ich weiß es also nicht. Sie brauchen nicht nur 10 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten am Tag, können Sie mit dem Broker sprechen. Wenn Sie was Wichtiges zu besprechen haben, lassen Sie einen Termin für, zum Beispiel, sagen wir mal, lassen Sie einen Tag, wenn Sie frei haben oder ein, zwei Stunden haben, dann telefonieren Sie mit Broker. Wenn Sie einen Tag keine Zeit haben, Sie bleiben trotzdem in Kontakt per E-Mail, per WhatsApp, ne? Ah, okay. Falls Sie WhatsApp haben, weil das sieht aus, als ob das eine Festnetz. Wenn ich bei der Arbeit bin, arbeitet der für mich weiter, sozusagen. Also die Positionen werden von dem Broker aufgemacht und dann geschlossen wieder, ne? Das ist ja erste Sahne, verdammt. Wie bitte? Ich sag, das ist ja erste Sahne, verdammt. Das ist gut. Ja. Muss ich ja gar nicht viel machen, ne? Ja. So sagt man. Gar nicht viel machen. Sagt man oder ist das so? Naja, so sagt man. Manchmal müssen sie auch was machen. Das ist doch schön. Ja, ist ja nicht, dass sie Füße hoch haben und nur sehen. Was Füße will aber ich haben? Das habe ich nicht verstanden. Was? Was war mit den Füßen? Es ist nicht so, als ob sie die Füße hochhalten und gar nichts machen. Verstehe ich nicht. Oder nicht? Kein Problem. Egal. Das ist ein Spruch. Du magst gerne Sprüche, ne? Ja, ich mag gerne Sprüche. Magen Sie das auch gerne Sprüche? Magst du mich? Ich mag dich so nicht. Aber ich mag dich nicht so richtig. Was soll das? No homo, Alter. Ich stehe nicht auf Männer. Ja, ich mag dich auch nicht. Was ist los mit dir? Ich mag nicht, ich meine nicht homo, aber nur so. Ich mag dich nicht als Person her. Warum nicht? Was habe ich dir getan? Nix, aber ist ja normal. Nur
Eine Opinion zu haben oder nicht? Ein was zu haben, Pinocchio? Opinion. Opinion. Und du willst mir sagen, dass du Deutscher bist vom Namen her? Das glaube ich immer noch nicht. Ja, natürlich bin ich Deutscher. Na komm, hört mal doch allein an deinem Akzent und wie du sprichst und dass du ganz viele deutsche Wörter nicht kannst. Was ist da los? Wer kann nicht viele deutsche Wörter? Na du, fallen die Leute da... Wörter. Ja, fallen die Leute da wirklich drauf rein? Erzähl mal du, ich könnte mir auch vorstellen, im Bitcoin-Callcenter zu arbeiten. Fallen die Leute ja, da drauf mal, rein? Bitte. Lohnt sich ja. das? Darum mache ich dies nicht. Ich hab warum? Dir erzählt, weil ich dich durchschaut habe. Nein, du hast mich nie durchschaut. Ich habe gewusst von Anfang an, dass du was bist, aber trotzdem habe ich dir diesen, dass du das spürst, dass du ja, gewonnen hast, dass du mich erzählst. Weil ich habe noch 10 Minuten, ich habe eine Pause, Zeit verschwenden. Keiner hat mich geantwortet heute. Ja, okay, dann können wir ja noch ein bisschen schwatzen. Das heißt, heute konntest du niemanden abzocken, oder was? Nee, doch, habe ich einen, aber eine ist ja zu wenig. Wie viel musst du denn schaffen, damit sie dir nicht auf die Fresse hauen? Nö, keiner haut mir auf die Fresse. Nicht? Kannst du Englisch sprechen? Ja, klar. Willst du mit meinem Manager sprechen? Was soll ich mit meinem Manager? Why should I? I'm interviewing you right now. Okay. No problem. Okay. Where did you pick up your English? Did you get it from Kaugummi Automat? Where did I pick up my English? Yeah, where did you get it from? I was born and raised in America. Born and raised in America. In the country of opportunities, and you choose to become a scammer on the internet. How did you end up doing that? Yes. It's because it's an easy way to get money, though. But you're selling your soul, your heart, and everything. No. Are you proud of yourself? Everybody is selling yourself. Yes. When I end up in a month with 10K, 15K on my bank account, then it's a good job. Stealing from poor people is when good people, job. There, because it's people like you that make you want to do it more, you know? It's So if there's no resistance, it's not interesting. It's like when you're trying to get a girl to date, you understand? Yes. No, I don't have no resistance. When I get this much money, it's easy for me. Terrible. And I'm not too ugly, to say that. You're not ugly? No. But it makes you ugly when you steal from poor young. People. No, doesn't it doesn't matter if you're it young doesn't. Or old. Trust me. You're criminal, trust brother. Me. You're criminal. What are you? I'm a YouTuber. You, what are you? Yeah, I know why you're a YouTuber. Yeah. Because I gave you the right. You can make a video. You can cut this part off when we talk right now, and then you can make a video. I will like not. I will upload the whole thing. You made a confession. Why should I cut that out? Was willst du dagegen machen dann? Weiter mit Leuten wie dir reden, damit ihr Zeit verliert und damit die Menschen, die das hören, wissen, wie das Guck alles mal, funktioniert. Ich hab gewählt, mit dir zu sprechen. Natürlich, weil ich mich bei dir eingetragen habe. Du hast gehofft, dass da irgendein Idiot dran ist, der dir jetzt 10.000, 20.000 gibt und du bist dann weg mit der Kohle. Ist ein Idiot dran, aber nicht so einer, der mir 10.000, 20.000 gibt. Und ich gebe dir überhaupt nichts. Das ist ja, denke ich mal, ja, schon klar ich, ja. in dem Moment. Aber immerhin bist du ehrlich. Aber jetzt musst du nochmal zugeben, dass dein Stage-Name ist ja wohl wirklich peinlich, Alter. Man hört, dass das nicht dein Name ist. Das musst du besser machen. Natürlich ist er mein Name. Nein, warum niemals. Warum ist das nicht mein Name? Du gibst gerade zu, dass du Leute im Internet abzockst. Das richtig, machst du nicht mit richtigem Namen. Ich das bin doch du ein erzählen. Richtiger, guter Deutscher. Ja, das hört man. Natürlich so kann man das bist hören. Du bist so deutsch wie ich, Mann. Natürlich, aber ich bin aufgewachsen in England. Darum habe ich diese guten deutschen Akzent. Eben war es noch Amerika, verdammt. Die Kolonialzeit ist vorbei. Ihr habt die Schlacht, egal, ihr habt ich die bin, Schlacht Alter. Verloren. Ist doch scheißegal, wo ich bin. Wo ja, ich man komme. Merkt, dass du das erste bis zum letzten Wort ist halt echt alles gelogen bei dir, aber hey. Alter, irgendwann schaffst also du das. Also soll ich die Wahrheit sagen, wenn ich mit dir spreche? Ich weiß ja nicht, ob du die Wahrheit sagst, aber erzähl gerne mal, was du erzählen möchtest. Nö, ich erzähle, ja natürlich, ich erzähle, was ich immer ich will. Hauptsache, Klar. Die Leute glauben das. Ich kann nur sagen, Vögel fliegen nicht. Ne, gibt's auch Vögel, die nicht fliegen, oder? Ich wollte gerade sagen, was ist Sehen mit Sie mich jetzt mal. Du brauchst mich nicht siezen, da sind wir drüber. Was? Das ist Reflex. Ja, das kommt besser an bei den dummen Deutschen, wenn man die sieht, ne? Oh ja, die sind richtig dumm. So oh Mann, was bist du für ein Landsmann, sag mir. Was? Was bist du für ein viel Landsmann? Haben. Da willst du richtig viel haben. Was will ich viel haben? Willst du viel wissen?
Ja, klar. Du brauchst nur wissen, was du willst. Du strebst nach Kohle und ich strebe nach Wissen und einem ehrenhaften Leben. Na, Kurde. Nee, ich hasse Kurden. Dann bist du Türke. Denkst du jetzt, wo? Da hast du recht. Das habe ich mir fast oder gedacht, wie die meisten von den Brüdern. Also zumindest Nassusen vom Akzent her hätte ich drauf getippt. Senedersen. Nassusen. Ja, keine Ahnung, was du da sagst. Merhaba, mehr kann ich nicht. Merhaba. Merhaba. Ja. Merhaba. Wie sagt man auf Wiedersehen auf Türkisch? Ha? Wie sagt Geneiden. Man? Geneiden. Wie so gute Nacht, ja. Good night. Okay, verstehe. Ja, wie gute Nacht, Alter. Das hört sich doch hört sich so ein bisschen ähnlich an. Natürlich hört das so aus, aber soll ich sagen, dass da gute Nacht heißt? Ja, was weiß ich denn? Ich kann kein Türkisch. Du könntest, ja, mir, jetzt auch, ja. Könntest mir jetzt auch erzählen, ich küsse meine Katze. Ich hätte das auch gesagt. Ich weiß es doch nicht. Ich küsse nicht meine Katze. Nein, bläh. Magst du Tiere oder was? Ich küsse nicht meine Katze, Alter. Ich habe keine Katzen. Was hast du für Tiere? Du tötest Katzen. Du wirst immer sympathischer, verdammt. Weißt du, was meine Tiere sind? Deine Eier. So wie sie, YouTuber. Ich glaube nicht, dass ich dein Tier bin. Das ist eher umgekehrt. Also im Moment bin ich derjenige, der dich melkt. Also no homo, ne? Du melkst mich gar nicht. Ich sehe dir. Guck mal, ich bin seit langem hier. Ich habe seit langem... Wir sind nicht der Erste. Wir sind der... Was weiß ich, der, wie viel der? Keine Ahnung, es gibt ja 30, 40 von uns. Ich weiß, es sind genauso viele Jäger. Es ist scheißegal, wie viele es gibt. Es sind viel. Ne? Das und weiß ich. Ihr könnt mich nicht reinlegen. Na, ihr. Das ist auch ich ihn nicht. Natürlich, weil sie wissen, was ich mache. Na klar. Also ist das scheißegal. Ne? Ich will nur 3 Minuten dran, weil da jetzt ist meine Mittagspause, gehe ich was Schönes essen und dann komme ich wieder zurück. Was gibt's denn heute? Keine Ahnung, mal gucken. Ah, hast keine Freundin oder Familie, die dir Essen mitgeben, du musst immer was kaufen, ne? Ist die Familie stolz auf dich? Und du sagst, hier, ich nehme deutschen Leuten das Geld weg oder egal welche Leute. Warum vermuten sie, ich habe eine Familie, dass ich so eine Arbeit mache? Das weiß ich nicht. Es gibt alle Leute, die diese... Eine Arbeit will ich es gar nicht nennen, die diese Masche machen. Das ist doch auch keine Masche. Na doch, ist das eine Masche. Das ist doch echt. Ja, wenn das so echt ist, wenn man so viel Geld verdienen kann, warum sitzt du denn da und rufst Leute an und tradest nicht einfach selber? Weil ich arbeite. Das ist keine Arbeit, was du da machst. Das ist kriminell. Natürlich ist das eine Arbeit. Weißt du selber. Warum ist das kriminell? Du hast gerade selber 3 oder 4 Mal zugegeben, dass du den dummen Deutschen das Geld wegnimmst und jetzt fragst du mich, warum ist das kriminell? Ah ja, das haben sie gesagt, ich nicht. Aber das ist ja so, ne? Die Ungläubigen, mit denen darf man das ja machen. Nee, ist doch so, ich, oder? Das haben sie gesagt. Ich habe nur gesagt, sie haben gesagt, die Deutschen sind dumm, habe ich gesagt, ja, die sind dumm. Ja, ja, klar. Sonst hab ich das ja. Ich habe das hier nur vorgelegt, weil ich kenne ja die Standardantworten. Ja, richtig. Ich weiß, dass du die glaubst, darum habe ich ihnen Gott, gegeben, Bruder? Was sie müssen. Glaubst du an Gott, Bruder? Darum habe ich ihnen gegeben, was sie müssen. Ja, natürlich. Ja? Alhamdulillah, Bruder. Ja, dann weißt du aber auch, im Koran steht, wenn du einen Menschen rettest, ist das so, als ob du die ganze Welt gerettet hast. Und wenn du einen Menschen tötest, ist das, als ob du die ganze Welt gerettet hast. Und mit Stehlen ist das genauso. Das weiß ich ja nicht. So streng bin ich auch nicht. Das ist aber haram, was du machst. Ich geh mit meinem Manager jetzt was essen. Nee, und du kannst weiterreden, ich lass dich hier am Apparat. Nee, gib mir mal noch deinen Manager, ich will den auch noch anschreien oder furzen oder sowas. Ach nein. Doch, mit dem kannst du gar nicht sprechen. Den kannst du gar nicht... Ist der zu doof, oder? Egal. Ja, wer, wenn er nicht hier arbeitet? Naja, jeder kann da alles arbeiten. Klar, da kannst du einen Besoffenen ciao, aus der ciao. Kneipe kannst du weiterreden, mein Schatz. Ciao, ciao. So, verschwinde, du Schwuchtel.